So Leute, weiter geht's. Ihr schaut Feuerwehr, ich bin euer Toxic und Kapitel 2 ist angesagt in Half-Life Alyx. Es sieht immer noch Hammer aus, ich bin immer noch geflasht. Und jetzt kommen wahrscheinlich irgendwelche Viecher, ich bin echt gespannt. Da liegen Tote. Ich habe da jetzt voll Bock drauf. Außer gar nicht, was? Drücke die zugewiesene Taste. Okay. So, da ist eine Tür. Wir schauen mal. Suche in der Umgebung nach nützlichen Gegenständen. Mach ich glatt. Was ist denn das? And if there's resin around here, there should be a combine fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower a bit. Okay, wirf das von über deine Schulter und dann habe ich das. Das ist das zum Upgraden, habe ich das richtig verstanden? Habe ich. Da möchte ich nicht rein. Durchsuche Leichen nach Gegenständen. Grabräuber. Nehme ich mit. Da ist auch was, ne? Guck mal. Hallo? So, kann ich da jetzt runter, wenn ich möchte? Nee, ne? Nee. Also da ist dann wirklich jetzt so eine Sperre. Also ich kann jetzt hier nicht drüber hüpfen, selbst wenn ich möchte. Ich muss durch diese Tür. Aber ich nehme natürlich alles mit, ne? Da ist nichts. Da ist auch so ein Vieh, guck mal, diese Klauen, die der hat. Okay, also ich muss da jetzt durch, das geht nicht anders. Rennen kann man übrigens auch nicht. Also ich könnte jetzt natürlich teleporten, so zack. Aber warum? Treffen tue ich auch nicht. Das ist faszinierend, wie das... Der Glanz und alles, da ist eine Ratte. Okay, jetzt geht's hier runter, habe ich voll Lust zu. Hallo? Ist hier jemand? Wo kommen wir jetzt nicht mit so einem Erschreckscheiß hier? Ich schau mal da. Da ist auch eine Ratte. Das sieht alles so echt aus, Leute. Das ist von der Atmosphäre, das ist ja schon echt der Oberhammer. Da ist was. Da ist ein Eimer. Kann ich mir den aufsetzen? Kann ich die eigentlich ablegen, die Knarre? Nein, jetzt habe ich mir... Was? Drücke die Taste, um das Magazin auszuwerfen. Und jetzt? Es ist leer. Ich kann mir tatsächlich einen Helm in einen Eimer aufsetzen. Guckt euch das an. Okay, er sagt mir dann, wie viele Magazine ich noch habe. Okay, was ist das? Brauche ich nicht. Also das macht echt Bock mit diesem Schmeißen. Guckt euch mal diesen Glanz an. Ich kann da sogar vorhauen. Aber ich kann die Pistole nicht da reinstecken. Das geht nicht. Das ist schon geil, ehrlich. Hallo! Halt die Taste zum Multifunktionswerkzeug wechseln. Mache ich gleich. Erstmal gucken, ob da was drin ist. Den kann ich nicht aufheben. So, okay. Halte die Taste, um zum Multifunktionswerkzeug wechseln. Aha. Und jetzt? Jetzt habe ich ein Werkzeug. Das sieht auch sehr gut aus. Das sieht eigentlich alles sehr gut aus. So. Huh. I think I can reroute this with my multi-tool. You what? It's a tool with multiple functions. So, you know, multi-tool. Ja, und jetzt? Hä? Jetzt verbinde ich das und jetzt geht es aber nicht weiter. Das verstehe ich nicht. Hä? Das geht weiter und jetzt? Bricht es aber ab? Ich kann es aber... Da ist dann Schluss, ne? Nee. Jetzt verschwindet es. Hallo, ich komme da nicht rüber. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie man das nochmal? So. Ich drücke da auch nicht drauf. Klicke auf das Multi, um den Knotenpunkt zu rotieren. Hä? Was rotiert denn da? Ach,
Das rotiert, vorne das rotiert, seht ihr das? Ja, aber es passiert ja nichts. Ja, ich rotiere ja, aber... Ach, da ist wieder so ein Knotenpunkt, okay. Alex, that thing's incredible. You need okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Who am I gonna sell it to? The Combine's not going to be here forever. You should be thinking about the future, Alex. Well, okay, jetzt habe ich es verstanden. I call it the Alex. Du hast jetzt Strom auf der Steckdose. Okay, jetzt wird es langsam echt ein bisschen unheimlich. Hier im Griff und dann Erste-Hilfe-Automatik. The Combine use these. Are they safe for people? Yeah, I use them all the time. Are you sure? Yeah, they're great. Look, honestly, just pull the handle and put your hand in there. Alter, was ist das? Okay. Wie sehe ich übrigens mein Leben? 3 Herzchen und 20 Patronen. Was ist denn da drin? Das ist jetzt Matsche, ne? Leute, wie geil ist das alles? Ehrlich, das ist total abgefahren. Ich weiß, dass mal da rein, falls was kommt. Da oben ist auch was. Hab ich. Kann man das kaputt machen? Tatsache. Tippe auf die zugewiesene Taste schnell zum Waffen- oder zur Hand wechseln. Okay. Hebe schwere Objekte mit beiden Händen auf. Ja, mach ich. Kann man das denn jetzt auch? Wenn ich den jetzt kaputt hauen möchte. Ja? Kann das nicht kaputt. Ich muss es wirklich kaputt schießen. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt. Hallo? Okay. Das muss ich damit 2. Das ist echt unheimlich, Leute. Das ist echt. Und das wird noch unheimlicher, glaube ich, später, ne? Ich habe ja schon 1, 2 Trailers gesehen. Oh, das ist echt schon Kracher gemacht. Was ist das? Irgendeine Tube? Ne, eine Dose, ne? Okay. Ist das ein Goodie? Das kann man sogar mitnehmen. Wie kann ich denn auf meinen ganzen Rucksack eigentlich zugreifen? Das kommt bestimmt noch, ne? Ich glaube, das ist einfach mitgenommen, das Buch. Da ist eine Ratte. Erschießen wir die? Nein, die erschieße ich nicht. Oh, careful of that barnacle, Alex. Was ist das denn? Okay. Okay. Das ist wirklich eklig. Wie viel Muni habe ich noch? 20 und wie hier drin? Oh, das fühlt sich fantastisch an, Leute. Da ist was drin. Das kann man. Das. Hallo? Was ist das Magazin? Also das kriegt man wahrscheinlich, irgendwann geht das wahrscheinlich im Fleisch und Blut über. Ich will den Kopf da haben. Der Kopf geht nicht. Da oben ist auch was. Warte, man muss hier echt ganz viel gucken. Das ist jetzt hinter der Tür. Oh, nicht schlecht. So. Den Kopf und so kann man nicht aufnehmen. War das, ist das jetzt Ende? Nicht, dass das Ding mich da gleich hochzieht. Da habe ich echt keinen Bock drauf.
How'd you meet my dad, anyway? You guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job. Oh, ich habe was gehört. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of this. Da sehe ich was hier, was für mich wieder. Drücke zum Aus. Ist ich schon näher? Auch tot? Da fallen Sachen raus, ne? Das, was rausgefallen ist, habe ich gesehen. Das ist wieder diese Ratte. Das sind ganz viele von diesen Crap-Dinger. Die sind aber sehr unheimlich. Muss man jetzt alle erschießen? Da fällt nichts raus. Ach ja, okay. Ich kann aber eine Taste drücken. Da geht aber ganz viel Munition drauf. Ja, ja, alles gut. Achso. Was war das? Ah, oh, fuck. Ich sammle alles ein hier. Irgendwas glänzt doch da noch, ne? Kann ich da rein? Kann ich? Hier ist aber nichts, ne? Nur ein Toter. Okay, weiter geht's. Oh Leute, das ist voll unheimlich. Hallo, ich dachte, es bewegt sich. Okay. Kann man das aufmachen? Jetzt hat man hier noch so diese Raben. Ich höre da was. Hört ihr das auch? Da ist bestimmt was drin, ne? Ich trau mich nicht. Oh, do you need a minute? Cause, I mean, I could pause the feed. Just looking, Russ. Nee, nee. Kann man das auch aufmachen? Boah, Leute, das ist echt total unheimlich. Weil das alles so echt wirkt, ne? Muss ich da rein? Da hoch? Jetzt kommt wieder so eine Musik. Jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr. Alter, ist das eine Atmosphäre, ehrlich. Also man muss wirklich ein bisschen gucken, ob man auch die ganzen Sachen hier findet und so. Kann man da in das Haus rein? Ich weiß das nicht, nur der... Alter Verwalter. Da kommt man nicht hin, ne? Oder? Ich kann ja hier so... Ne, das darf ich da nicht. Warum nicht?
Okay, das gibt mir das Spiel dann vor, da darf ich nicht hin. Kann ich da drunter? Auch nicht, aber da liegt was, ne? Okay. Also, man muss echt sehr viel suchen, dann findet man auch diese Gegenstände. I take it the quarantine zone is behind this hatch? Yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. Okay, dann gehen wir ganz klassisch hier dem Kabel nach. Da geht das Kabel hoch, da muss ich wahrscheinlich hier hoch. Alter. Der hat noch gelebt, ne? So. Warte, guckt euch das an hier. Alter, da habe ich keinen Bock drauf. So, wie kriege ich das auf? Gar nicht. Komm jetzt hier hoch. Okay. Kann man nicht auch machen? Das was drin, ja, das leuchtet, dann kann man das sogar sehen. Okay, weiter geht's. Da ist nichts drin. Das mal da. Da ist die Tür. Da unten leuchtet was, ne? Meine ich. Geht doch. Wenn ich es natürlich schon übersehen habe. So, das ist wieder so eine Heilungsmaschine. Okay. Alter! Okay. Brauche ich Leben? Nein, ne? Ich höre wieder irgendwas. Ich kann diese Geräusche alle nicht ab, ehrlich. Halte die Taste. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Ja, und jetzt? Okay. Passiert was? Muss ich da was reintun? Da muss was rein, ne? Das habe ich nicht. Wo soll ich das her haben?
Verstehe ich nicht. Hallo? Okay, kann man das hier auch machen? Ach so, pass auf. Ist das geil. Ja. Ja, und jetzt? Das war jetzt falsch. Okay. Das muss ich wahrscheinlich so drehen. So, jetzt wird's blau. Jetzt geht's auf. You know, Russell, now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quaranta giorni, which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. Das sieht tot aus, ne? Office is there. There we go, finally. I'm gonna head in. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or burn it. Still there, Alex? Mhm. Okay. Gott, ich will da gar nicht rein, ganz ehrlich. Ist das geil gemacht, ehrlich. Muss ich da rein? Oh. Russell, are you seeing this? Wow. All right. Here we go. Oh Leute, das ist krank. Okay, erledigt. Aber das ist das zweite Kapitel, nein, ne? Das ist aber von der Atmosphäre, das ist so Burner, Leute. Das ist echt, das ist Kracher. Er lädt und lädt. So, und weiter geht's. Kriegt man die Tür auch auf? Ist das? Hey, Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it?
I don't see one. Nö. Probably medicine, then. Was ist denn vermutlich? Und jetzt? Bewahre Gegenstände in deiner Armtasche auf. Aha. Okay. Da kann ich die jederzeit so. Das ist ja geil. Da ist nichts drin. Do you hear that? What is that? Leute, das muss ich nicht haben. Oh boy. Ach du Scheiße. That's the way we gotta go. Oh, no. Yeah, that is the shortcut. Okay. Ach, shit. Halt um! Aber was steckt denn der ein, ey? Das sind ja diese ekligen Krabben, die mich näher anspringen werden. Da habe ich schon voll Bock. Alter. Voll Bock drauf. Krabbenviecher hier. Oh, just so you know, the Russells have a built-in display. It shows you resin, ammo, you know, might come in handy. Got it. Thanks. Okay, super. Da was raus, nicht? Da geht's hoch. Da geht's auch her, ne? Muss ich da hoch oder nicht oder doch? Ich habe keine Ahnung. Oder diese ganzen Geräusche hier, ne? Ich guck mal, ob ich da rein kann. Tatsache, da ist noch was, ne? So. Was ist das für eine Atmosphäre, Leute? Die ist wie weiß ich nicht, also. Hammer. Ja gut, dann schauen wir mal. Ja, springe ich schon mal an, wenn ich hier hochgehe. Nicht? Okay. Okay, jetzt kann ich hier, glaube ich, tricksen, ne? Pass mal auf. Und? Geht doch. So kann man Munition sparen. Okay, ich habe jetzt noch was abbekommen. Das ist das Herzchen hier so ein bisschen ab. Hier habe ich so ein Radar, guck mal. Ich vorher gar nicht gesehen, ne? Oder? Da piept was, wenn ich dem Bösen näher komme. Kann das sein? Nee, ich will nicht teleporten. Ach Scheiße! Voll den falschen Knopf gedrückt, Leute. Sorry. So, und tot das Ding. Alter, das ist ja was für voll hier für mich. Das kenne ich aus dem Trailer.
Ist schon tot. Dann ist er nicht mit mir hier, ehrlich. Komm her, du Vieh. Der nächste, der aufsteht. Okay. Boah, Leute, das ist hier wieder echt. Das ist aber von der Atmosphäre. Das ist so Hammer, Leute. Ehrlich. Okay, erwischt. Das ist echt, vom Feeling ist das so Hammer. Und wie sind denn da noch? Auch tot. Den da hinten lasse ich erstmal. Was ist denn hier? Alter. Alex, I think that's a combine fabricator. Put something in it. I want to see how this thing works. Guys, will it work on a Russell's? No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing too. I gave you one of my. Da muss ein Vieh rein. Sonst geht das nicht. Russell. Well, you know, okay. In case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. If I die, I owe you a gun. Show me a gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun. What's this then? Ja, und jetzt? Und wahrscheinlich nicht die roten, ne? Da geht's nicht. Wo muss denn das hin? Oder muss das. Hä? Das verstehe ich nicht. Nö. Hä? Können wir diese Geräusche aufhören? Ich habe keine Ahnung, Leute, wie geht das? Was soll ich damit drehen, ne? Es blitzt doch was zwischendurch. Und jetzt? Ich nehme es ja nicht auf, oder? Ich raff das nicht. Mal hier wieder Pistole.
Marine. Okay. Okay, so ein komisches Vieh. Ja, blö. Das sieht einfach so geil aus, wenn das kaputt geht. Ich würde gerne diese Apparate hier die benutzen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Komm, wir probieren das nochmal. Und jetzt? Nee, da sind Lampen. Das Ding verfolgt mich die ganze Zeit. Und jetzt? Ich raff das nicht, Leute. Was will das Ding von mir? Es geht nicht weiter wie hier. Verstehe ich nicht. Hä? Brauche ich da noch irgendwas? Das muss ich nicht raffen. Ne? Warum geht denn das nicht? Oder sagt mir das Werkzeug irgendwas? Nee, ne? Jetzt geht's nicht mehr? Doch. Na. Das gibt's doch gar nicht. Ja, was denn? Habe ich doch gemacht. So. Ja, aber ich sehe gar nichts. Es ändert sich auch nichts. Ich sehe da nur so. Das ist mir echt so. Ich sehe da zwar so ganz leicht dünne Striche, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also guck mal. Da hat sich gerade was getan. Ne? Das bewegt sich. Das bewegt sich. Ich höre da auch was. Aha. Jetzt werden die blau. Das hätte man ein bisschen besser erklären können, ne? Jetzt geht hier diese Maschine auf. Das ist ja ganz so. Jetzt nimmt die Pistole da rein. Jetzt kann ich die upgraden. Mit einem Visier und Dauerfeuer. Polymere 20. Die habe ich. Ich möchte erstmal ein Visier. Bringt eine Anzeige zur Erfüllung. Ja, klar. Hä? Okay, er nimmt vielleicht. Er nimmt immer gleich 5, das ist schon mal gut, dann brauche ich nicht alle einzeln. Ja, Errungenschaft, bis an die Zähne bewaffnet, okay. Oh, that really worked, didn't it? Steckt die Waffe in die Hand, brauche ich ja nicht mehr. Jetzt kann ich besser zielen. Okay. Gut, dann kann ich weiter, ne? Da waren ja noch welche von diesen Monsters. Viecher. Was jetzt? Leute, was passiert?
3 more. Aber die sind ganz schön langsam unterwegs. Was war das denn jetzt gerade? Bin ich irgendwie aufgesaugt worden oder? Warum ist denn das so gelb geworden? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie viele sind denn das? Das steht wieder auf. So, und weg die Rübe. Was mache ich denn, wenn ich nichts mehr habe? So. Da sitzt auch noch einer. Keiner hat die Munition. Da ist was. Und diese Musik dabei und alles. So. Alter, das ist echt etwas für mich. Aber es macht einfach Bock, Leute. Alter. So, du Arsch. So, muss ja mal gesagt werden, ne? Das kommt doch wieder bestimmt eine Scheiße. Ja. Oh. So, jetzt geht's da hoch irgendwie, vielleicht. Da ist eine Treppe. Und da muss ich durch. Leute, das wird nicht freundlicher hier, ne? Ich brauche Munition, das ist viel schlimmer. Okay, hier sind wieder diese Viechers. Geh doch. Kann man eigentlich da dran vorbei? Kann man. Also muss ich die gar nicht alle erschießen. Was passiert denn, wenn ich denen das gebe? Okay. Dann ist da was drin. Es kommt wieder sowas Gelbes. Das war vorhin schon mal. Hallo! Ach, jetzt hat er mein... Wo ist er das jetzt auf? Ja, wie gewonnen, so zerronnen, ne? Oder wie heißt das? Scheiße. Okay. Ah, nicht schlecht. Ja, weiter geht's. Boah, Leute. Das hier. Was ist das denn? Ja, ganz toll. Jetzt kommen diese blöden Kopfkrabbenviecher. Weiß ich doch nicht. Alter, da ist wieder was für mich, ey. Ja. Komm. Dieses springende Vieh, okay, wenn man sich wahrscheinlich erstmal daran gewöhnt hat, ist wahrscheinlich auch gut. Okay. Ich hasse Kopfkrabben. Da ist die nächste. Okay. Das ist dann nur schlecht, wenn man echt keine Muni mehr hat, ne?
Ist das? Kopfkrabbe, ein Scheiß, ehrlich. Das ist doch Dreck, ehrlich. So, er lädt. Puh, gut. Ich weiß nicht, reicht, ne? Bin schon total durchgeschwitzt. Das ist echt von der Atmosphäre. Ist das echt schon Hammer, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich wiederhole. Kopfkrabbe. Geht ganz schön lang, das zweite Kapitel, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kapitel es hat, ne? Drücke zum Start den Trigger. Ja gut, Leute, ich speichere echt an dieser Stelle und dann spielen wir demnächst hier weiter, okay? Ich habe gesagt, ich mache das Happen für Happen. Ich will das auch ein bisschen genießen und ja, muss jetzt mal wieder ein bisschen runterkommen. Das ist echt schon echt eine immersive Erfahrung. Einfach nur der Kracher. Gut, ich speichere. Da, speichern. Spiel gespeichert. Und dann spielen wir an der Stelle hier, wenn ich an das Rad drehe, ist es mal weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Dann schönen Abend, schöne Woche. Lasst mir ein Däumchen da, würde mich riesig freuen. Und wer das Ding noch nicht hat, kaufen, Leute. Kaufen ist das beste VR-Spiel ever. Bis die Tage, euer Toxic. Bye.